Es ist 12:30 in der Nacht, noch nicht so spät, also in den Ferien war ich schon später wach, aber ich bin hier gerade im Internet, denn es werden NMDs re-released. Wer jetzt nichts mit dem Namen NMD anfangen kann, das ist einfach ein Schuh von Adidas, der ziemlich cool ist. Und da werden eben limitierte Schuhe re-released und die versuche ich mit ein paar Freunden zusammen zu bekommen. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich probiere hier gerade im Internet mal zu gucken, wann die denn online kommen. Ich will in so 6 Stunden aufstehen, um dann zu einem Schuhladen bei uns in der Stadt zu gehen, um da eben nochmal mein Glück zu versuchen, zusammen mit einem Freund zusammen, den Tim, den kennt ihr vielleicht sogar. Der ein oder andere weiß vielleicht schon, dass ich schon mal an limitierten Schuh rangekommen bin. Sorry, dass ich mir die ganze Zeit hier kratze, aber ich glaube, ich habe da einen Schnackenstich. Ich glaube, jetzt gehe ich erstmal schlafen und dann werden wir weitersehen. Es war ein anderer Sneakerladen, aber ich wollte eigentlich schon vor einer halben Stunde da sein, habe es aber jetzt erst geschafft. Ja, und ich versuche jetzt mal, den Tim ein bisschen zu pranken. Undercover Mode activated. Das ist sein Fahrrad. Vielleicht ist er schon drin. Ich wollte den Tim pranken, aber irgendwie ist er nicht da. Ich sehe ihn nicht. Wo ist denn der? Da wollen wir rein. Ist noch nicht offen. Wieso bist du in der Bank? Also Leute, Tim war in der Bank. Der Prank hat nicht so funktioniert. Tim, komm mal her. Ja, man sieht nur seine Haare. Der Plan ist irgendwie nicht so aufgegangen, wie wir wollten. Ja, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass hier mega viele Leute sind, aber hier ist halt einfach mal gar niemand. Ja, und jetzt warten wir noch irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde oder so, bis der Laden aufmacht. Hoffen dann, dass der Laden die Schuhe überhaupt hat, weil vielleicht hat er sie nicht mal. Ja, und dann hoffen wir, dass er sie in unseren Größen hat. Und dann laufen wir hoffentlich mit Schuhen. Wir waren jetzt eine halbe Stunde weg und jetzt plötzlich ist da übel die große Schlange. Nummer 4. Jawohl. Also 42. Du kriegst das eigentlich selber. Wie war's? 3. Ja. Der wird 1. 2. Ja. Ja. Wir sind richtig, wir sind schon ganz schön am Zittern gewesen und vor allem, weil ich hatte halt 42 und 6 andere hatten auch noch 42 und sie hatten nur 4 Paar. Dann haben sie ausgelost, aber ich habe gelackt und habe welche bekommen und ja, ich bin jetzt ziemlich aufgeregt und der Timmy auch und ich gehe jetzt erstmal wieder nach Hause. Hier sind die Schuhe, da ist der Tim. Keine Ahnung, was ich jetzt noch viel zu den Schuhen sagen muss, aber vielleicht interessiert es auch viele einfach nicht. Ich finde, die sehen extrem nice aus. Die hier werde ich behalten, habe ich jetzt entschlossen und werde dafür meine anderen
limitierten Sneaker verkaufen. Und ja, wir chillen einfach hier gerade noch ein bisschen bei mir, weil es ist übelst am Schneien. Und wir wollen nachher noch zusammen in Star Wars Rogue One gehen, weil da war ich immer noch nicht drin. Irgendwas noch zu sagen, Tim? So, wir haben uns jetzt entschieden, dazu doch nicht ins Kino zu gehen, sondern wir gehen jetzt erstmal zu Tim, dann gehen wir noch ins Schwimmbad und dann gehen wir noch was essen. Darf ich das sehen? Darf er das? Also Leute, wir haben uns jetzt dazu entschieden, ins Kino zu gehen. Noch zwei andere Boys dabei hier. Und wir gehen in Star Wars Rogue One. Ich bin echt mal gespannt, wie der Film wird. Ja, so. Also Leute, wir sind durchgekommen, aber ich darf meine Kamera nicht mit reinnehmen. Deswegen sehen wir uns einfach nach dem Film wieder. Bis dann. So, ich bin wieder zu Hause. Es ist jetzt mittlerweile schon etwas später, aber gar nicht mal so spät. Ich bin trotzdem irgendwie unnormal müde. Ich wollte euch noch kurz meine Meinung zu dem Film sagen. Ich bin kein großer Filmkritiker, also ich habe da nicht mega viel Ahnung von. Aber ich lasse jetzt an der Stelle mal eine riesen Spoilerwarnung raus, denn ich werde an dieser Stelle vom Video mega viel von Rogue One spoilern oder halt sehr große Teile spoilern. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt einfach zu der Zeit hier spulen. Jetzt aber zur wirklichen Review, wenn man das irgendwie so nennen kann. Also es war kein Film, von dem ich so mega umgehauen war. Also viele haben gesagt, er wäre besser gewesen als Star Wars 7. Das fand ich jetzt nicht. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass am Ende halt alle tot waren. Das ist halt schon ein bisschen ernüchternd, wenn man über den ganzen Film irgendwie so Charaktere kennenlernt, die dann alle innerhalb von 15 Minuten am Ende halt alle sterben. Und ich habe die anderen Teile so mehr oder weniger geguckt. Also ich glaube, dass ich nicht alle geguckt habe. Und ich wusste jetzt auch nicht mehr, zwischen welchen zwei Teilen es spielt. Aber was auf jeden Fall mega gut war, waren die ganzen Visual Effects. Also das war echt überragend. Was ich am allergeilsten an dem ganzen Film eigentlich fand, war am Ende gab es eine ganz kurze Szene von Prinzessin Leia. Und zwar als ganz jung, also als Prinzessin Leia in den, keine Ahnung, im vierten Teil oder gab sie da überhaupt schon? Als Prinzessin Leia mit den zwei großen Dingern hier und halt als junges Mädel, das fand ich, boah, ne, da war ich komplett weggehauen. Also ich saß da wirklich so, die Szene kam so und ich saß in meinem Stuhl und plötzlich mache ich so. Also wirklich, no joke. Ich weiß nicht wie, aber sie haben es irgendwie, also die Macher vom Film haben es irgendwie hingekriegt, diese junge Prinzessin Leia wieder leben zu lassen. Und das war, also da war ich echt baff und bin wieder mal froh, was heutzutage alles möglich ist in der Filmwelt. Aber das soll es gewesen sein von meinem kleinen, unprofessionellen Filmreview. Also ich würde dem Film so von 1 bis 10, 10 ist das Beste, würde ich vielleicht so, ja, eine 7 geben. Also es war schon kein schlechter Film, aber war jetzt nicht so der beste, den ich je gesehen habe. Ich persönlich fand Star Wars 7 besser, aber ich glaube auch, dass da ein großer Teil Geschmackssache ist. Ich bin sehr froh, das endlich sagen zu können, aber mal kurz hier unter Spideys Popo fassen. Die Lampe hängt endlich. Ja, und es mag jetzt vielleicht irgendwie nicht so wirken, aber es war echt ziemlich schwer, die da aufzuhängen, weil, wie ihr vielleicht hört, das ist eine Rigipswand. Die ist komplett hohl. Wir haben da 1000 Dübel reingeschraubt und es hat irgendwie nie gehalten und wir haben sogar noch neue Löcher da reingemacht. Da kann man noch ein altes Loch sehen. Sieht jetzt mega kacke aus, aber ist halt so. Ja, wollte ich euch eigentlich nur kurz sagen. Die Lampe hängt. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Jeglicher Support in Form von Like und Teilen und Abo und allem drum und dran würde mich natürlich sehr freuen. Klickt die Bilder in der Endcard an und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.